So, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar war ich ja auch am Wörthersee in Österreich gewesen. Und zwar habe ich drei echt gute Tage erwischt. Es war Top-Wetter gewesen, obwohl das nicht so gutes Wetter sein soll. Sollte eigentlich regnen, aber es war dann doch echt gutes Wetter. Ich glaube, es waren sogar 28 Grad gewesen oder so. Es war echt brutal. Also ich habe echt drei gute Tage erwischt. Ich wäre eigentlich auch noch länger geblieben, aber ich habe dann einen Steinschlag bekommen und meine Scheibe ist immer weiter gerissen. Ich wusste nicht, wie weit die reißt. Und dann haben wir das Ganze abgebrochen. Wie gesagt, ist echt geil da unten. Krasse Autos. Wirklich übertrieben geil. Es gibt immer ein paar Vollidioten, die sich daneben benehmen, aber ich meine, genau die werden dann auch von den Bullen gefickt. Sonst machen die da eigentlich fast nichts. Ich finde es übertrieben geil dort. Wie gesagt, war echt geil. Und gestern bin ich in Instagram auf so ein Video gestoßen, hier vom Bass Tuning TV. Ich werde den einfach mal in der Videobeschreibung oder so unten verlinken, sein Instagram und sein YouTube-Kanal. Wie gesagt, folgt dem einfach mal. Ich habe einen Trailer zu diesem Aftermovie hier gesehen. Ist eine echt gute Qualität. Wir ziehen uns den gleich mal gemeinsam rein und dann schauen wir mal, wie gut der gemacht ist. Als ich dann aber abgereist bin, habe ich mitbekommen, ich habe es relativ spät mitbekommen, dass ein Chinese echt von China aufgebrochen ist. Ich suche mal kurz sein Instagram raus. Xanavi 22, hier Jeffrey Lee. Also der ist echt von China aufgebrochen, um zum Wörthersee zu fahren. Ich denke, das war auf jeden Fall sein, keine Ahnung, sein Traum, mal so eine, ja, schon fast eine Weltreise zu machen. Ich glaube 11 oder 12.000 Kilometer waren das, müsste ich das mal geben. Und nach dem Wörthersee ist er echt noch durch Deutschland gefahren und wurde nicht stillgelegt. Also, Glück gehabt. Wie gesagt, ja, hier noch ein Bild in der Schweiz. Übertrieben krass, ich meine von China bis hierher. Ich glaube auf dem Weg sind sogar, ist seine Felge gerissen hier. Und dann hat er echt eine Werkstatt gefunden, die das noch gerichtet hat. Also übertrieben krass. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Tage der unterwegs war. Irgendwo stand es mal. Ihr könnt dem folgen, sein Instagram ist auf jeden Fall auch explodiert. 34,8k Abonnenten. Übertrieben krass. Ich feiere den Chinesen. Also, man muss ja schon übertrieben am Arsch sein, um sowas zu machen. Aber geil. Ich meine, alle Leute haben den auch auf dem Wörthersee gefeiert. Ich denke, das war einfach das Highlight. Der war pünktlich zum GTI-Treffen, also zum Haupttreffen. Ich war noch im Vortreffen gewesen. Und ja, ich würde mal sagen, wir ziehen uns einfach mal das Video rein. Wie lange geht denn das? 5 Minuten 48. Qualität muss Mörder sein. Werbung auf meinen Nacken natürlich. Geil. Man sieht schon im Video übertrieben gute Grafik. Ich weiß nicht, mit was er es gefilmt hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein 4K-Video. Ich glaube, es stand auch dran. Ich bin mir gar nicht sicher. Vor 23 Stunden hochgeladen. Echt, echt gute Qualität und hat auch ein paar Drohnenaufnahmen.
Also kurz zum Lambo von Lexi Rocks, der ist in echt noch heftiger, als er auf Bildern rüberkommt. Und die Folie ist sowieso überkrass. Ich meine, sobald ihr mit Blitz fotografiert, verändert sich die Farbe. Übertrieben geil. M3. Kurz zu der Stadt, also wie voll Wälder in der Nacht ist, das ist ja nicht normal. Ist ja überfüllt dort. Das ist echt krank, also das Nightlife geht da übertrieben ab. Aber ab 23 Uhr oder 23:30 Uhr, da regeln das dann die Bullen, dass man sich verzieht. Ich meine, da müsst ihr ein paar andere Plätze wechseln. Naja, ich denke, das ist einfach wegen der Lärmbelästigung und so, dass die Leute nachts schlafen können, aber naja. Noch eine Minute. Days are feeling cold, but my heart is feeling colder. Seems like everybody goes apart when they get older. If I started drinking, I think I'd be hardly sober. Chips on my shoulders are turning out to be boulders. I'm trying to keep my composure, and they're like, why are you changing? This ain't how you started. Don't tell me you're broke, I wanna hear you brokenhearted. Talk about the stars, man, don't tell me you're starving. I wanna hear about a girl who broke you down and departed. Man, I've been done with it, what I feel, I run with it. Always real, I come with it. Know that you're in love with it, so listen up. Heartbreaks give you breaks for the heart, cause it's hard to be together when it's falling apart. And I ain't trying to write it down when I don't know where to start. They want me to pick at these scars to give them light in the dark, and it's killing me reliving all these moments aside. And I've been building up aggression on the mic and she's learned. Geil, also der Film ist echt an sich
richtig gut geschnitten. Hätte ein bisschen länger sein können, aber echt sehr gut gemachtes Video. Auf jeden Fall Props. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Noch ein kurzes Wort zu Carglass. Ich meine, das ist ja übertrieben lächerlich auf der Webseite. Und so steht ja, dass man innerhalb von 2 Stunden das Glas wechseln könnte. Okay, hätte mir eigentlich auch relativ gleich klar werden müssen, dass es nicht so sein wird. Die können ja auch nicht alle Scheiben auf Lager haben. Ist mir schon klar, aber dann damit zu werben, ist natürlich schon lächerlich irgendwo. Ging mir schon auf den Sack, naja. Aber gut, scheiß drauf. Jetzt habe ich schon mittlerweile eine neue Scheibe drin. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und wen ich nächstes Jahr auf dem Wörthersee sehen werde, 2020 dann. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dort. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da und folgt mir auf Instagram.